sei Christus Mariensohn. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Herr, der von den Toten erstanden ist, er sei mit euch. Geschätzte Gläubige, seid willkommen geheißen am Mittwoch der vierten Osterwoche. Ich hoffe, seid erfrischt von diesem sonnigen Tag und in froher Erwartung der Begegnung mit dem Licht des Himmels in dieser Stunde. Wir werden heute in der Apostelgeschichte den zweiten Teil beginnend hören, wo es jetzt darum geht, dass die frohe Botschaft der Auferstehung Christi, der Liebe, der barmherzigen Liebe, in die ganze Welt hinausgeht. Antiochien ist das zweite große Zentrum geworden neben Jerusalem. Die Heidenchristen, die dort schon waren, haben verstanden, diese Botschaft gehört in die ganze Welt. Der Missionsbefehl Jesu gehört umgesetzt. Saulus wird heute in besonderer Weise dazu gerufen. Und so beginnt die Missionstätigkeit im Römischen Reich. Wir wollen den Herrn in dieser Messe bitten, dass wir bei uns den Missionsbefehl Jesu wieder ganz neu aufgreifen und bei uns beginnen, seine Botschaft und sein Licht auszubreiten. Herr Jesus Christus, Licht zu uns gekommen, damit wir nicht in der Finsternis bleiben. Herr, erbarme dich unser. Vom Vater gesandt, uns das Leben zu bringen. Christus, erbarme dich unser. In der Welt verkündet, damit wir alle gerettet werden. Herr, erbarme dich unser. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns Schuld und Sünde nach und erführe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du bist das Leben der Gläubigen, der Reichtum der Armen, die Freude der Auserwählten. Wir sehnen uns nach deinen Verheißungen. Stärke unsere Hoffnung und schenke uns überreiche Erfüllung. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen wuchs das Wort des Herrn und breitete sich aus. Nachdem Barnabas und Saulus in Jerusalem ihre Aufgaben erfüllt hatten, kehrten sie zurück. Johannes mit dem Beinamen Markus nahmen sie mit. In der Gemeinde von Antiochia gab es Propheten und Lehrer, Barnabas und Simeon, genannt Niger, Lucius von Cyrene, Manaen, ein Junggefährte des Drachen Herodes und Saulus. Als sie zu Ehren des Herrn Gottesdienst feierten und fasteten, sprach der Heilige Geist: Wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie mir berufen habe. Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleucia hinab und segelten von da nach Zypern. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir wiederholen den Antwortruf des Psalmes. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Die Völker sollen dir danken, o Gott,
danken sollen dir die Völker alle. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit auf Erden sein Weg erkannt wird und unter allen Völkern sein Heil. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest den Erdkreis gerecht, du richtest die Völker nach Recht, du regierst die Nationen auf Erden. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Das Land gab seinen Ertrag, es segne uns Gott, unser Gott, es segne uns Gott, alle Welt fürchte und ehre ihn. Die Völker sollen dir danken, o Gott, danken sollen dir die Völker alle. Halleluja, 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 Halleluja. So spricht der Herr: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, hat das Licht des Lebens. Halleluja, 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 Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit rief Jesus aus: Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, sieht den, der mich gesandt hat. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wer meine Worte nur hört und sie nicht befolgt, den richte nicht ich, denn ich bin nicht in die Welt gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Wer mich verachtet und meine Worte nicht annimmt, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesprochen habe, wird ihn richten am letzten Tag. Denn was ich gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sondern der Vater, der mich gesandt hat, hat mir aufgetragen, was ich sagen und reden soll. Und ich weiß, dass sein Auftrag ewiges Leben ist. Was ich also sage, sage ich so, wie es mir der Vater gesagt hat. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Jesus Christus. Liebe Gläubige allesamt, die ihr jetzt schon große Hörer des Wortes Gottes geworden seid durch die letzten Wochen. Heute müssen wir es wieder aufteilen. Zum einen, was uns von gestern geblieben ist und was der Papst dazu noch unterstrichen hat. Und zum anderen, wenn es dann noch interessiert, was denn das heutige Abschlusswort Jesu seiner öffentlichen Reden uns mitgibt an Lebenshilfe. So im ersten Teil zurück zum Wort von gestern. Wisst ihr es noch? Es war der dritte Teil der Hirtenworte. Das erste Hirtenwort war: Wir wollen auf die Stimme Jesu hören. Das zweite war dann: Wir wollen uns wie Jesus hingeben.
für die anderen. Und das Gestrige war, wir wollen festhalten an der Hand Jesu und zu seiner Herde gehören. Wir hatten uns vorgenommen, das zu leben gestern, was die Herde Jesu tut. Und da hat es geheißen, sie kennen den Herrn, sie sind vertraut mit ihm, sie hören auf seine Stimme, sie folgen ihm nach. Das heißt, sie leben so wie er in seiner Geistigkeit eben und sie halten fest an ihm. Sie lassen die Hand nicht los, die er ihnen reicht. Ich glaube, ihr habt es heute auch wieder bemerkt, wer die Worte der Heiligen Schrift hört und ernst nimmt, der bekommt ja wirklich so einen Halt im Leben, auch jetzt in dieser Situation der Ungewissheit, wie wird sich alles auswirken von der Pandemie her. Wir haben so einen Halt im Leben aus den Worten Gottes, nicht aus dieser Welt. Wunderbar. Man merkt schon, ja, es stimmt. Wir gehören zu einer Gemeinschaft, zu einer Herde, die einen guten Hirten hat, nämlich den ewigen Hirten. Warum kann uns keiner entreißen? Weil der Vater alles in der Hand hat, sagt Jesus. Weil er größer ist als alles und weil Jesus und der Vater eins sind. Soweit, was wir gestern selber rausgehört haben. Und ich hoffe, ihr habt was davon gelebt, diese Kennzeichen der Herde Christi. Und der Papst hat genau das Gleiche aufgegriffen. Er hat auch von der Zugehörigkeit zur Herde Jesu gesprochen. Denn die erste Frage war ja die, sag uns, gib uns Zeichen, damit wir dir glauben können. Ja, sag uns jetzt, dass du wirklich der Messias bist. Und Jesus hat darauf gesagt, ich habe es euch gesagt, aber ihr habt nicht geglaubt. Ja, der Papst sagt, wir müssen aufpassen, ob wir wirklich an ihn glauben, ob wir wirklich an das Gesagte glauben. Und er hat wieder 5 Punkte aufgezählt, die uns hindern, wirklich zu glauben und wirklich zu seiner Herde zu gehören, durch die Tür zu gehen, die Jesus selber ist. Wollt ihr diese 5 Punkte hören und euch prüfen, ob keines auf euch zutrifft? Die erste Haltung sagt er, die uns hindert, wirklich an ihn zu glauben, sich ihm anzuvertrauen, ist das Festhalten am Reichtum. Jesus ist immer ganz streng, weil der Reichtum uns wirklich hindert, weil ein anderer Herr ist, der Herr dieser Welt und wir Menschen nicht zwei Herren dienen können. Also bin ich frei, mich an irgendwas Materiellem festzumachen, denn Jesus war auch nicht so. Das Zweite, sagt er, ist die Herzensstarrheit. Bin ich innerlich starr? Fehlt es mir an der Freiheit der Liebe? Bin ich rigide, heißt dieses Fachwort. Das heißt, ganz genau nach den Buchstaben. Es muss und ganz genau nach meinen Vorstellungen. Starrheit verhindert, die Geistigkeit Jesu zu leben, sagt der Papst als Zweites. Das Dritte wäre die Trägheit. Auch die ist uns nicht fremd in unserer Zeit und in unserem Wohlstand. Geistige Trägheit. Ich lasse alles laufen. Ich tue meinen Teil nicht dazu, dass das Reich Gottes wächst oder auch, dass ich selber eben lebendig dabei bin. Eine Verhinderung, wirklich einzutreten in seine Gemeinschaft. Das Vierte wäre der Klerikalismus, dass wir quasi uns an die Stelle Jesu setzen. Ob das Priester sind oder hauptamtliche Laien, das ist das Gleiche. Sich nicht an die Stelle Jesu setzen, nicht selber dann die Bedingungen aufstellen, wie man zu sein hat, sondern immer am Maßstab der Offenbarung Jesu zu bleiben, an seinen Worten zu bleiben. Und das Vorletzte, die Weltlichkeit, dass wir uns als Gläubige ganz der Welt anpassen, nach den Prinzipien der Welt leben, bis hin zur Angst vor Dingen, die wir Christen gar nicht mehr fürchten müssten. Auch das ist eine Haltung, die uns hindert, zu ihm zu gehören. Und die letzte, sagt er, Jesus führt in die Freiheit,
aber in eine wirkliche Freiheit, die auf Gott ausgerichtet ist und in der Ordnung Gottes ist. Also eine falsche Freiheit hindert uns auch, dass wir uns alles selbst zurechtlegen. 7, 6 wichtige Punkte. Ich wiederhole es nochmal, dass ihr es gehört habt nach der Erklärung. Der Reichtum soll uns nicht hindern, die Trägheit soll uns nicht hindern, die Starrheit soll uns nicht hindern, der Klerikalismus nicht, die Verweltlichung nicht und die falsch verstandene Freiheit nicht. Nun, damit wäre die Predigt abgeschlossen. Es ist eine Wiederholung von gestern gewesen und wir können es heute nochmal üben. Gehören wir zur Herde Jesu, hat er uns an der Hand. Glauben wir an alles, was von ihm kommt? Haben wir uns ihm schon anvertraut? Das lasst uns heute wieder so üben und die Gefahren dabei beachten, dass wir sie nicht tun. Bitte zu den Fürbitten vorne gehen oder doch noch erfahren wollen, was denn das heutige Evangelium uns zu sagen hat. Das ist jetzt unser Glaubensimpuls und der ist auch sehr interessant. Wir sind schon richtige Experten geworden, jetzt im Johannesevangelium. Da ist uns ja seit Wochen begleitet und ich habe schon angedeutet, heute sind wir am Schluss des öffentlichen Auftretens Jesu angelangt. Seine letzte öffentliche Rede. Das ist das Kapitel 12 noch. Im 13er Kapitel wird es dann schon mit dem Abschied von den Jüngern, dem letzten Abendmahl, weitergehen. Bis jetzt war immer Selbstoffenbarung Jesu vor der Welt, mit den verschiedenen Reden und den verschiedenen Zeichen. Nun, und in dieser letzten öffentlichen Rede sagt Jesus zunächst einmal, die Stunde der Entscheidung ist da. Ja? Jetzt kommt es darauf an, wollen die Menschen ihm nachfolgen, wollen sie in seinem Licht gehen oder nicht? Und dann kommt noch die Bemerkung des Unglaubens von vielen, obwohl sie die Zeichen gesehen haben. Und dann noch des versteckten Glauben von einigen, die aber aus Menschenfurcht nicht öffentlich zu Jesus stehen. Und dann endet dieser Abschnitt mit den heutigen Worten. Zur Aufforderung der Entscheidung zwischen Glauben und Unglauben. Jetzt, wo seine Stunde kommt, wo er sich hingeben wird in Liebe. Und diese Worte von heute sind einfach die Zusammenfassung der großen Themen vom Johannesevangelium. Ich wiederhole sie euch. Das erste war Glaube. Das zweite Licht. Das dritte Hören auf sein Wort, es befolgen. Das nächste und damit wandeln, damit herauskommen aus der Finsternis, ist beim Licht noch dabei. Hören auf sein Wort und es befolgen. Das nächste ist, das Wort bringt das Gericht in die Welt, Jesus bringt die Rettung. An seinem Wort richtet sich alles. Und das, was er gesagt hat, ist nicht aus sich selbst, sondern kommt von Gott. Das sind die großen Themen beim Johannes. Wenn wir es noch einmal hören, wie er es ausgedrückt hat, er sagt, wer glaubt, glaubt an den, der mich gesandt hat. Nicht nur an mich, die Person Jesu. Und wer mich sieht, sehen gehört auch noch zu den Worten des Johannes. Wer mich sieht, wer mich erkennt als den Gesandten Gottes, der sieht den, der mich gesandt. Das erste Kriterium des Glaubens ist es, haben wir verstanden, dass Jesus der von Gott Gesandte ist und dass Gott sichtbar wird in ihm. Damit kommen wir zum zweiten Thema, was ja unser Jahresthema ist. Wer den Glauben an ihn hat, die Erkenntnis hat, dass er der Gesandte ist, der hat das Licht. Ja? Ich bin das Licht, sagt Jesus, das in die Welt gekommen ist. Und jeder, der sich mir jetzt anvertraut, der ist aus der Finsternis herausgenommen. Wir sind Kinder des Lichtes. In Jesu Licht sehen wir das Licht der Ewigkeit, das ewige Licht. Und Jesus spricht aber dann gleich an, nicht? Wir haben es ja die letzten Wochen schon mal gehört, die letzten Tage waren es eigentlich.
Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke sind dunkel und sie wollen nicht zum Licht kommen, damit nicht sichtbar wird, dass sie verkehrte Werke tun. Nur die, die die Wahrheit tun, die kommen zum Licht und bezeugen, dass sie aus Gott heraus das Lichtvolle tun. Also Jesus macht aufmerksam, passt auf, wer mich nicht, meine Worte nicht annimmt. Und das heißt, wie eben der Papst so gestern gesagt hat, viele gehören zur Herde dazu offiziell, aber wenn man genau hinschaut, dann doch wieder nicht, weil sie nicht nach dem Wort Jesu leben, nach seinem Vorbild. Also Jesus warnt uns heute, passt auf, wenn ihr euch nicht nach dem Wort richtet, und darum muss ich mich ja immer fragen, was ich jetzt gerade tue, passt das zu Wort, zu Jesus und seiner Offenbarung oder nicht, dann bleibe ich in der Finsternis, dann bin ich unter dem Gericht, dann wird einmal am Schluss sichtbar werden, das war verkehrt, das war nicht gottgemäß, das war nicht ewigkeitstauglich. Und Jesus sagt, das Wort wird ihn richten. Darum wisst ihr jetzt, warum wir uns so viel mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wer das Wort nicht kennt, der ist immer im Fenster, der weiß nie, ob er richtig oder falsch ist. Das Wort bringt uns ins Licht. Und zur Bestätigung, dass wir da gut unterwegs sind, sagt er noch einmal am Schluss, die Worte, die ich zu euch gesagt habe, habe ich nicht aus mir selbst, sie sind nicht mir eingefallen. Der Vater spricht durch mich. Ich bin die Offenbarung Gottes. Wunderbare Zusammenfassung, was wir im Johannesevangelium über den Glauben an Jesus gelernt haben und immer wieder neu lernen können. Ich würde sagen, es ist der Tag des Lebens im Licht der Worte Gottes, im Glauben an die Worte Gottes. Licht, das Wahrheit bringt, das Leben bringt, das Freude bringt, das Fülle bringt, das Heil bringt. Genau vom Sonntag. Ich bringe euch Leben in Fülle. Und Glaube, der heißt, ich habe erkannt, woher Jesus kommt und was das Ziel ist seines Kommens und ich vertraue mich ihm an. Wer glaubt, wird ins Licht aufgenommen, nimmt das Licht auf und wird ins Licht aufgenommen. Er hat sich fürs Leben entschieden, er ist schon auferstanden, er ist schon nach dem Gericht. Das ist das Geniale, ein gläubiger Mensch hat hier schon die Auferstehung, hat hier schon Anteil am ewigen Leben, am Leben der Fülle. Der Tag des Lebens im Lichte des Glaubens an die Worte Gottes. Wir wollen sie befolgen, sie hören, sie befolgen und schon im Geist der Ewigkeit leben. Amen. Lasst uns in einer kurzen Stille hineinhören, welches Wort des Lebens uns persönlich anspricht heute. Wir wollen an den glauben, der als Licht in die Welt gekommen ist.